Willkommen zu meinem Schiffsbaututorial Projekt 15 Slotter, die Albatros. Ich bin der mächtige Branko und heute werden wir die Funktionsblöcke installieren, um dem Schiff einen gewissen Körper zu geben. Also bleibt dran, es wird spannend. In den letzten Folgen habe ich angesprochen, dass ein 15-Slot-Schiff ein Alleskönner sein wird, da ihr wahrscheinlich alle Funktionsblöcke nutzen werdet. Die Funktionsblöcke sind die Energiegeneratoren, Schildblöcke, Triebwerke, Hangar und. Im Gegensatz zu Stein- oder Panzerblöcken produzieren sie einen Rechenwert, der die Anzahl eurer Subsysteme freischaltet oder das Schiff auf eine maximale Größe begrenzt. Bestimmte Funktionsblöcke gibt es erst ab einem bestimmten Materialwert, Beispiel Energiegeneratoren ab Titan, nicht in Eisen. In Naonit oder anderen hochwertigen Materialien wird die Generatorenleistung gesteigert. Und wie ihr sehen könnt, kann ich das Schiff mit Titan und Naonit komplett bauen. Hangars sind aus Trinium und zuletzt das Transportermodul ist aus Zanion. Das sind die fünf Materialien, die das Schiff dann besitzt. Das ist mein kleiner Trick, warum ich so leistungsstarke Schiffe habe. Wenn es mit Titan-Generatoren genug Energie produziert, dass es selber fliegen kann und völlig ausreichend ist, dann kann es an Ogonit-Generatoren abgeben wie ein Zäpfchen. Der Großteil dieses Schiffes besteht aus Frachtraum. 250.000 Einheiten habe ich hier zur Verfügung. Können wir sogar ein bisschen weniger machen. Dann schauen wir uns mal die Triebwerke an. Da sind sie. Sind gar nicht so groß für so ein mächtiges Schiff, aber es reicht aus. Ich kann meine Energien aufbauen. Ich habe ungefähr gar nicht mal so viel Beschleunigungskraft, aber es fliegt. Dafür ist das Bremsverhalten mit fast 60 Meter die Sekunde eigentlich auch ganz okay. Und die Anzahl der Korrekturdüsen, die ich hier drin habe, ist eigentlich auch überschaubar. Ich habe nur für jede Seite eine einzelne Öffnung gemacht, damit das halt pompöser aussieht. Und ich bin bei fast 16 Slot, also ich habe wirklich die maximale Grenze erreicht. Oder einfach das Glück gehabt, dass das Schiff genau an der Grenze aufgehört hat, als ich es nochmal nachgebessert habe. Hyperraumkerne brauche ich auch nicht so viele, weil das werde ich dann eh noch mit Modulen noch erweitern. Aber auch ohne Module kann man hier mit seiner Reichweite gut mithalten. Okay, fangen wir einfach mal an, die Funktionsblöcke in die Albatros zu bauen. Dann lehnt euch zurück und genießt den Zeitraffer. Der farbige Frachtraum hat keinerlei Bedeutung, es sollte nur beim automatischen Schmelzen ein bisschen besser die Blöcke unterteilen. Als kleiner Hinweis, habt ihr mehrere Gyroskopblöcke, die ihr in verschiedene Ausrichtungen reinsetzt, baut sie nicht so, dass sie einander anecken und verschmelzen können.
Darum ist jetzt der grüne etwas weiter versetzt, damit die beiden blauen sich zu einem großen verschmelzen und der grüne und der rote ungestört bleiben. Die Produktionsblöcke baue ich einfach ein für die Produktion von Jägern. Ich weiß, das ist immer eine der Top-Aufgaben, die man am Ende des Spiels ja gerne macht, wenn man so einen riesen Pot hat. Und nicht zu vergessen der Batterieblock. Der wird mit dem Material zwar besser, aber auch hier einen großen, weil einige Kämpfe können sehr lange sich ziehen und wenn ihr boosten wollt, kann es sehr peinlich werden, wenn ihr plötzlich dann mitten im Kampf da keine Energie habt. Und für den zukünftigen Kampf mit Ionenkanonen könnte es vielleicht sogar noch wertvoller werden. Die Energiegeneratoren aus Titan sind die schwächsten. Ich versuche einfach nur einen prozentualen Wert zu erreichen, dass ich genau ein bisschen mehr produziere, als ich verbrauche. Wenn ihr die später auf Ogonit oder Avorin hochlevelt, produzieren sie 6-7 mal so viel und ihr habt dann fast doppelt so viel Energieproduktion als Verbrauch. Also ideal fürs Boosten. Was mir wichtig ist bei dem Aussehen, dass das Triebwerk genau dieselbe Designform besitzt wie die aus der Flotte. Und natürlich ein großer Trägheitsdämpfer. Die Position, wo er sich befindet, ist euch überlassen und spielt keinerlei Rolle für die Effizienz. Ich habe auch kein Problem mit Blöcke ineinander zu bauen, weil ist die Hülle drumherum, werdet ihr es nicht sehen, wenn er es gut macht. Und zum Abschluss noch ein großes Integritätsfeldblock, damit das ganze Schiff mit einem einzigen Feld umzogen ist. Es ist nicht die effektivste oder beste Variante, es auf die Weise zu bauen, aber für mich ist es okay. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Funktionsblöcke so angebaut, dass sie in das, was ich doch als Hülle plane, reinpassen können. Die ganzen Funktionsblöcke sind jetzt erstmal nur, ich sag mal, auch provisorisch an den jeweiligen Orten. Sie werden wahrscheinlich noch ein bisschen an der Breite, Größe, Höhe auch noch verändert werden. Vielleicht sogar an einer komplett anderen Position wandern, wenn mir was anderes einfällt. Im Kreativmenü ist es genauso nervig wie im Survival, dass ihr oben diese Leiste habt, dass ihr mehr Mannschaftsmitglieder benötigt, das Schiff nicht genug Energie hat oder sonstige Fehlermeldungen. Daher gibt es einen kleinen Trick. Einen großen Quartierblock irgendwo dran bauen, der später wegkommt. Und wenn ihr jetzt das Menü öffnet vom Schiff, habt ihr noch diesen letzten Punkt mit dem Stern. Da gibt es auch einen Button für Personal automatisch zufügen und schwupps haben wir hier genug Personal, dass das Schiff erstmal wie ein normales Schiff benutzt wird. Und wir können uns weiter auf das Bauen konzentrieren. Wir können Gas geben. Ist sogar recht okay. Ich werde vielleicht noch ein paar Triebwerke hinzufügen. Und wenn ich bremsen möchte, ja, dann müsst ihr nur alle Finger von der Tastatur nehmen und der Trägheitsdämpfer macht den Rest. Die Gyroskope, die ich eingebaut habe, sie bringen zu wenig Leistung als so einen großen Pot in die horizontale und vertikale Achse zu bewegen. Aber ich kann mich um meine eigene Achse rollen. Sehr gut, das gefällt mir. Machen wir mit den Korrekturdüsen weiter. Bei Korrekturdüsen gibt es eine Sache, worauf ihr achten müsst. Ihr habt einen zentralen Punkt eures Schiffes. Und je weiter die Korrekturdüsen von diesem zentralen Punkt entfernt sind, umso stärker können die Korrekturdüsen arbeiten. Und wie ihr sehen könnt, werde ich jetzt jede freie Fläche, die ich hier habe, mit Korrekturdüsen voll machen. Aufgrund der gewölbten
Panzeroberfläche habe ich diesen Frachtraum in den Seiten gekürzt, um ein weiteres Triebwerk anzusetzen. Das wird verdeckt, das wird man hinterher nicht sehen, aber die Leistung ist da. Und hier auf der Unterseite werden wir noch ein paar Triebwerke ansetzen, um den Hubraum zwischen den Waffenturm und diesem Frachtraum hier vollständig zu nutzen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Hinten habe ich noch vier weitere Geschütze, die ich auf dieselbe Weise erweitern werde. Die Triebwerke haben noch den Vorzug, ähnlich wie bei Solarpanelen, die arbeiten effizienter, wenn sie eine große Oberfläche haben, anstelle von Masse. Die sollten auch nicht zu dünn sein, aber wenn ihr jetzt so eine große Fläche baut, wie jetzt hier auf den Generatoren die Triebwerke, dann könnt ihr davon ausgehen, die Leistung für die Horizontallenkung ist effektiver als für die Vertikale. Und so ein großer Block wie der hier, der steigert die oben-unten Lenkfunktion als auch die Lenkung nach links und rechts. Und wer meine Schiffe mal auseinandergenommen hat, weiß, ich habe gerne so eine vertikale Finne unter meinen Schiffen. Nicht nur, weil es richtig schön aussieht, sondern da kann man auch sehr viele Triebwerke verstecken, damit das Schiff auch noch sich gut manövrieren lässt. Und meine kleinen horizontalen Flügel, die ich noch auf meiner Skizze angeplant hatte. Vollgepackt mit Triebwerk. So. Ich glaube, wir sind soweit mit den Funktionsblöcken erstmal fertig. Ich weiß, es sieht furchtbar aus mit den ganzen Triebwerken. Aber müsst ihr euch einfach keine Sorgen machen, deswegen. Ich kann mich um die eigene Achse sehr schnell rotieren lassen. Ja, das ist okay. Die Leistung wird für die Beweglichkeit doch die schwere Panzerung noch abnehmen. Da werde ich wohl noch ein bisschen gegenbauen müssen an Triebwerken. Aber dazu kommen wir, wenn die Feinjustierung anfängt. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Schritt, damit wir für die nächste Folge uns ein besseres Bild machen können, was ich vorhabe. Und zwar, ich wollte auf der Unterseite auch noch ein paar Geschütze haben. Da werde ich jetzt einfach mal diese Treppe kopieren. Und zwar nur drei Geschütze. Ich brauche nicht so viele auf der Unterseite. Einmal rotieren. Ja, wunderbar. Ist zwar nicht blau, aber man erkennt schon mal, dass es zu meiner dritten Flotte vom Design angelehnt ist. Dann schauen wir mal gleich noch auf den... Oh, 151.000 Rechenkapazität. Also haben wir noch um die 40.000 zur Verfügung. Das wird ein bisschen eng werden. Da werde ich wohl noch ein paar Umbauten vornehmen. Zudem mir fehlt noch der Hangar. Aber dazu kommen wir dann zur nächsten Folge. Ja, damit sind wir erstmal für die heutige Lektion fertig. Wir haben ein voll funktionsfähiges, funktionales Schlachtschiff. 15 Slot groß. Es lässt sich gut bewegen. Hat auch genug Feuerkraft für schwere Waffen. Was nur fehlt ist, es ist nackig. Also mehr Panzerhülle. Und der Quartierblock am Heck, der muss ja auch weg und mal vernünftig auf das Schiff verteilt werden. Gut. Dann sind wir auch schon zum Ende der heutigen Folge angekommen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like. Schreibt mir gerne eure Fragen oder Meinungen in den Kommentarfeldern. Und für die Neuen unter euch, falls ihr es nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und drückt auch die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst und herausfindet, wie das Abenteuer mit dem Aufbau dieses Schiffes weitergeht. Ja, dann werde ich das Schiff noch ein bisschen einparken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund.